Hallo im Küchengarten. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um das Wurzelgemüse auszusehen. Und zwar geht das jetzt schon direkt ins Beet. Denn kalte Temperaturen und auch noch leichte Fröste machen dem Wurzelgemüse normalerweise nichts aus. Ich möchte unbedingt ein großes Stück mit Karotten, mit Rührblé einsehen. Die essen wir nämlich wahnsinnig gern. Ich weiß, viele sagen, das rentiert sich nicht so wirklich, weil es Karotten in Bioqualität im Supermarkt eigentlich immer zu recht günstigen Preisen zu kaufen gibt. Aber für mich gibt es nichts Schöneres, als während dem Kochen des Mittagessens einfach schnell in den Garten zu gehen und ein, zwei oder gleich einen ganzen Bund Karotten direkt frisch aus dem Beet zu ziehen. Ich schäle die dann auch nicht, sondern ich bürste sie mit einer Gemüsebürste immer sehr gut ab und dann kommen die einfach so frisch in meine Gemüsepfannen oder als Snack zwischendurch mit einem Dip werden die gleich so gegessen. Das ist herrlich und im Geschmack mit nichts zu vergleichen. Ich habe mir jetzt hier eine Karottensorte bestellt, die besonders früh sein soll. Amsterdam 2, die hatte ich noch nie, ich möchte sie aber unbedingt ausprobieren. Die könnte man sogar schon Anfang Februar hätte ich die sogar schon aussehen können, aber da war der Boden noch gefroren und da muss ich sagen, bin ich selbst zu bequem. Ich wollte jetzt in der Kälte nicht draußen stehen und mein Beet vorbereiten, denn für Karotten oder auch für anderes Wurzelgemüse muss die Erde tiefgründig gelockert und möglichst feinkrümelig sein, denn wir wollen ja die Wurzeln essen und die sollen ja möglichst gerade und unverzweigt in die Tiefe wachsen können, wenn sie jetzt dann irgendwelche Steine oder Erdklumpen stoßen die Wurzeln, dann verzweigen sie sich oder bleiben überhaupt stehen und wir haben nicht so einen schönen Ertrag oder so eine schön gewachsene Karottenwurzel. Ja, sehen will ich das Ganze in dieses Beet hinter mir und jetzt werde ich das Ganze gleich einmal besonders gut vorbereiten. Und zwar habe ich hier so eine Mistgabel, so eine Grabegabel und mit der werde ich den Boden jetzt zuerst einmal tiefgründig auflockern und danach die Oberfläche mit einer anderen Hacke noch schön feinkrümelig aufbereiten. Dazu sagen muss ich hier noch, dass ich keinerlei Dünger wie zum Beispiel frischen Kompost oder Pferdemist auf diese Beete ausgebracht habe oder noch ausbringen werde, denn frisch gedüngte Beete mögen Wurzelgemüse überhaupt nicht. Auf diesen Beeten waren sogar im letzten Jahr Starkzehrer, da hatte ich Zucchini, Gurken und auch Kohlrabi drauf. Und da ist jetzt Wurzelgemüse als Folgekultur ideal. Jetzt habe ich hier so einen 12-zahnigen Rechen. Ich bin da echt ganz unkompliziert und nehme meistens, was mir gerade in die Hände fällt und was gut für die Arbeit geeignet ist. Und mit dem hacke ich jetzt den Boden schön feinkrümelig. Je gründlicher und besser ihr die Vorarbeit macht, desto schöner und reichhaltiger wird eure Ernte ausfallen. Jetzt ist der Boden, so gut es ging, feinkrümelig und jetzt kann ich mich an die Aussaat machen.
Da gibt es jetzt noch eine Besonderheit, wie man sich die Aussaat von Karotten und anderem Wurzelgemüse erleichtern kann. Und zwar ist das Saatgut von Karotten wirklich extrem fein. Und man neigt dann dazu, dass man einfach zu viele Pflanzen auf engstem Raum hat, was man nachher wieder vereinzeln muss. Jetzt gibt es hier den Trick, dass man das Saatgut mit Sand etwas streckt. Und dadurch wird dann die Rate der Samen, die man ausbringt, die Anzahl geringer. Man muss später nicht zu viel vereinzeln. So, jetzt schaue ich mal, wie viele Karottensamen ich hier habe. Für wie viele Pflanzen soll denn das sein? Für 8 bis 15 Quadratmeter. Naja, das heißt, die eine Tüte sollte für das Beet reichen. Der Reihenabstand bei Karotten ist 20 bis 35 cm und gesät wird in einer Tiefe von 1 bis 2 cm, also wirklich nicht besonders tief. Jetzt habe ich hier einfach so einen Bambusstock, mit dem ruckel ich mir jetzt meine Rille in den Boden. Und jetzt werde ich mein mit Sand verdünntes Saatgut hier in die Rillen ausbringen. Jetzt werde ich die Reihen vorsichtig wieder schließen. Mit der Hacke die Erde etwas andrücken und dann noch gut angießen. Jetzt habe ich hier so ein Frühbeetvlies. Das werde ich jetzt hier über das Beet drüber spannen, drüber legen und auf der Seite mit Steinen befestigen. Das mache ich jetzt nicht so sehr wegen den Temperaturschwankungen. Das hilft natürlich auch, falls es doch noch mal kalt wird. Aber ich mache es in erster Linie, um die zarten Sämlinge und auch die Samen selbst, mein Beet, vor meiner frechen Katze und frechen Katzen von Nachbarn und auch vor meinen Enten zu schützen, weil die scharen natürlich mit Vorliebe in diesem frischen, feinkrümeligen Beet herum und würden mir die ganzen Samen wieder ausgraben. Bevor ich das mache, möchte ich euch allerdings fürs Zusehen danken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch besonders viel Freude bei euren Gartenarbeiten jetzt im Frühling. Lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da und einen Kommentar, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ich freue mich immer sehr.
Und somit sage ich bis nächste Woche hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!